Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Heute soll es um den Echo Auto gehen. Dazu habe ich vor einer ganzen Weile schon ein Unboxing und ein Hardware-Video gemacht und die sind auch schon bei YouTube hochgeladen. Ich habe jetzt nur noch darauf gewartet, dass ich dieses Video machen kann, weil ich wollte es erstmal eine Weile testen. Und dann kommen die halt auch online zur gleichen Zeit innerhalb von 15 oder einer halben Stunde Zeitabständen kommt dann halt Unboxing, Hardware, Hardware-Check. Also hier Fazit. Also, ich habe das Echo Auto jetzt eine ganze Weile in Benutzung und habe einige tolle Sachen festgestellt, einige negative Sachen, wobei die negative Sache, das liegt nicht am Echo Auto, das liegt irgendwie an Amazon. Kommen wir aber zum Schluss dazu, deswegen Musik auswählen. Ich habe das Echo Auto so angeschlossen, dass ich mein Handy mit Bluetooth mit dem Echo verbinde. Und dadurch wird dann kann ich da einstellen, dass das Echo eine Bluetooth-Verbindung zum Auto macht. Oder das Handy hat die Bluetooth-Verbindung zum Auto. Irgendwie so ist das. Also ich habe praktisch eine doppelte Bluetooth-Verbindung. Und dadurch entstehen so kleine Zeitverzögerungen. Also mein Bluetooth im Auto ist halt nicht das Neueste. Obwohl ich ein Android-Autoradio drin ist. Aber das hat Android 5.0, 7.0, irgendwas in dem Dreh. Und wenn ich dann hier sage A-Punkt, also ich sage immer nur A-Punkt, weil ich habe meine Madame auch noch an. Wenn ich hier A-Punkt sage und sage, spiel mal dies oder jenes, dann kommt es schon vor, dass der Startsound nicht zu hören ist und der Anfang vom Satz vielleicht nicht. Also dass deine Musik oder was weiß ich, eine Musik kommt dann vielleicht nur oder so. Das hat aber mit meiner Bluetooth-Verbindung zu tun. Wenn ich ein Video gucke, zum Beispiel auf dem Handy, und den Sound dann halt über den Echo Auto zum Autoradio bringe, hat das Video und das Tonsignal auch eine Verzögerung. Wenn ich mein Handy als Freisprecheinrichtung benutze, funktioniert das auch sehr gut. Ich habe es mit meiner Freundin gemacht. Sie hat mich auch sehr gut verstanden. Oder gut verstanden. Sehr gut, das wäre übertrieben. Die Mikrofone müssen hier auf jeden Fall noch ein bisschen was besser werden. Ich weiß aber nicht, in welcher Hinsicht, wenn ich die Freisprechfunktion benutze, welches Mikrofon dann benutzt wird. Das Handy, was neben mir liegt, unten im Kanal. Oder Echo Auto Mikrofon. Das weiß ich nicht. Das kann ich euch nicht sagen. Das müsste ich halt vielleicht auch nochmal testen. Aber man kann mich relativ gut verstehen. Die Mikrofone, auf jeden Fall müssen die noch ein bisschen verbessert werden, weil ich habe mein Echo Auto praktisch, wenn ich jetzt so aufs Armaturenbrett gucke, so ein bisschen neben mir, bei der Mittelkonsole, also im Mittelteil, überm Radio, bei der Lüftung. Die Lüftung ist aus, die ist nicht an. Also nicht, dass ihr denkt, da ist irgendwie durch die Lüftung, dass da irgendwie Geräusche entstehen oder so. Nee, auf der Seite habe ich sie komplett aus. Also in der Mitte mag ich die Lüftung nicht. Ich habe so links, rechts, oben und so an. Also da entstehen keine zusätzlichen Geräusche. Es macht alles das, was ich ihm sage, und das macht es teilweise sogar besser als Cube oder Echo Dot. Wenn ich ihm jetzt sage, was mir jetzt aufgefallen ist, das muss ich aber nochmal testen, wenn ich ihm jetzt sage, spiel die und die Musik, zum Beispiel Nemesis oder was weiß ich, und ich habe ja nicht Amazon, ich habe ja nur Amazon Prime, aber nicht Amazon Music Unlimited. Ich habe nur die normale Musikversion, wo nicht alle Lieder drin sind. Und wenn ich ihm jetzt sage hier, ich mach mal so, sieht mit dem, wenn ich ihm jetzt sage, spiel die und die Musik und die nicht bei Amazon Music drin ist, weil ich meinen Spotify-Account ja auch verknüpft habe in meinem Amazon-Konto, also in der Alexa-App über die Alexa-App, die ihr braucht zum Einrichten von dem, greift der automatisch auf Spotify zu. Ich weiß nicht, sogar besser als die da. Das funktioniert richtig gut. Ich kann auch sagen, starte jenes oder starte dieses Lied, starte jenes Lied. Irgendwie Tanzverbot mit Zahnlücken Johnny findet mein Amazon nicht mehr.
die ist nicht mehr da. Weil meine Tochter hört den Beat so gerne vom Anfang. Und dann macht sie mal so. Und wenn die Kinder da den Zahnlücken-Johnny rufen, das findet meine Tochter total toll. Also die Kleine. Aber da kommt immer irgendeine andere Band, Tanzverbot oder irgendein Lied, Tanzverbot. Ich weiß es nicht. Jedenfalls ist es nicht das. Da musste ich dann, das war halt nicht weg, das war immer noch in meiner Mediathek zu finden. Also in meinen gekauften. Ich habe es ja bei Amazon gekauft, um Tanzverbot damit ein bisschen zu unterstützen damals. Weil man konnte sich eine Weile gratis runterladen und man konnte halt auch 1 € bezahlen oder warten, 1,99 €, ich weiß es nicht mehr, bei Amazon und ihn damit ein bisschen unterstützen. Und ich habe ihn damals regelmäßig verfolgt und habe damit hab gedacht, naja, dann nehme ich nicht die Gratis-Version, ich kaufe und unterstütze ihn halt gleich noch ein bisschen damit. Und dieses Lied habe ich dann eine eigene Playlist gemacht für Juna, also für die kleine Tochter, für Juna. Und dann sage ich einfach A-Punkt. Spiele Playliste für Juna und dann manchmal kommt das über Juna oder manchmal kommt nur keine Ahnung, manchmal hört sich halt komisch an, weil ein paar Wörter weg sind. Das funktioniert alles wunderbar. Ich kann auch sagen, A-Punkt navigiere mich nach Berlin zum Brandenburger Tor oder so. Dann würde gleich beim Handy, weil ich die Beine gekoppelt habe, würde gleich das Handy anspringen mit Google Maps und würde das Navigationssystem anschmeißen. Ich habe dann versucht, weil ich ja ein Android Autoradio habe und auch dort die Alexa-App drauf habe, wegen Drop-In und so. Also das funktioniert auch, habe ich auch hier mitgemacht, ein Drop-In. Habe ich gedacht, deaktivierst du das mal und setzt du mal auf Werkseinstellung zurück, machst du mal neu. Und dann versuchst du das Autoradio mit mir zu verbinden, weil dann hast du nur eine Bluetooth-Verbindung. Und das Autoradio kriegt über das Handy, über den mobilen Hotspot Internet. Also dann teilen sie sich praktisch die Bluetooth-Verbindung und darüber geht auch der Datenverbrauch, egal. Und habe das gemacht und die ersten Schritte haben super geklappt. Das war alles problemlos möglich. Bis zum dritten, zweiten, dr nee, dritten Schritt. Dritten Schritt. Da wurde man dann dieses Autosymbol hat, also dieses gezeichnete Autosymbol und dann mit der Landschaft und so. Da muss man dann weiter drücken. Es wurde aber eine Tablet-Ansicht gemacht, hochkant. Und das Weiter war ziemlich weit unten und du konntest nicht dieses Bild scrollen und du hast sonst nur halt dieses Auto gesehen und du konntest nichts machen. Also ich bin nicht weitergekommen. Ich musste dann halt zurück, musste abbrechen, das hat nicht funktioniert. Im Nachhinein, habe ich mal so die Zeit gestoppt, was mein Handy braucht zum Angehen, was das Autoradio braucht zum Angehen und wenn da irgendwie eine App gerade im Hintergrund läuft oder so. Ist es bei so älteren Radios, auch wenn sie Android drauf haben, ratsamer, so wie ich es jetzt habe, auch wenn das Bild dann vielleicht unterstützt wird, so zu machen, dass man die dann koppelt mit dem Autoradio, weil das Handy ist immer an. Der Fire TV geht auch ziemlich schnell an, das Autoradio braucht ewig zum Angehen. Und da hat man dann halt mehr davon, wenn sowieso was länger braucht zum Angehen, dass es dann gleich in den Bluetooth-Modus geht. Dass man dann gleich Musik hören kann, als wenn man dann noch warten muss, dass die Alexa-App angeht und sowas alles. Da hat man dann halt mehr davon. Die Musik war in einer sehr guten Qualität, also man konnte sich das sehr gut hören, anhören. Die Einstellungen waren auch gleich ideal mit meinem Navi, was ich im Autoradio schon drin habe, also iGo oder so habe ich, iGo habe ich drin. Hat auch alles super funktioniert. Ich will mir ja irgendwann Ende des Jahres nochmal vielleicht eventuell, das ist noch nicht sicher, ein neues Autoradio holen und dann mit Android 9 und dann werde ich es nochmal versuchen, die Bands direkt zu verknüpfen. Man kann auch an einen AUX-Anschluss ihn anschließen, aber dann müsste ich das Autoradio ausbauen, den AUX-Anschluss verlegen und so. Ich wollte es eigentlich gerne über Bluetooth. Ich habe gehofft, dass es über Bluetooth geht und nicht, dass man halt nur die Bluetooth-Verbindung vom Handy zum Echo hat. Und dann halt den AUX unbedingt braucht. Nee, den braucht man nicht. Geht auch über Bluetooth. Das geht auch bei diesen 2-DIN-Autoradios, die Bluetooth haben. Auch da soll es möglich sein. Ich habe halt so ein Doppel-DIN, wo der Bildschirm so groß ist wie der Karton hier. Damit ihr euch da ein bisschen mehr drunter vorstellen könnt. Da macht es vielleicht ein bisschen mehr Sinn, wenn man da so ein Echo anschließt. Weil dadurch kann man halt auf die ganze Mediathek zugreifen und so. Ich habe ja hier sowieso immer mobilen Daten,
mobilen Hotspot an. Wenn ich ins Auto gehe, mache ich den an. Und dann kann ich im Autoradio Spotify und Amazon Music und so alles ohne Probleme nutzen. Hiermit aber um Längen besser, weil ich finde mit dem Echo besser, weil ich dadurch, dass ich den Echo ja angeschlossen habe, sagen kann: A-Punkt, spiel mir dies, spiel mir jenes. A-Punkt, mach Spotify mit Blasulz an. Dann macht sie das doch. Ich brauche nicht rüber gucken, die App suchen, anmachen, dann auf die Lupe drücken, das Lied einwählen oder halt Lupe und dann halt der Buchstabe gucken, der Buchstabe, weil dadurch Kumpel will vorbeikommen, was vorbeibringen. Dadurch ist man auch abgelenkt und man guckt nicht direkt auf die Straße. Und ja, finde ich halt mit dem Echo Auto halt viel angenehmer, dadurch, dass ich sagen kann, was abgespielt werden soll und ich nicht abgelenkt bin. Auch wenn meine Frau jetzt hinten ist. Das Radio habe ich hier noch nicht getestet, die Radio-App. Aber selbst wenn meine Frau hinten ist, kann sie A-Punkt sagen, Spiel, was weiß ich, für Juna, Spiel irgendwas ab und so. Und dann macht sie das. Also rundum zufrieden. Also wirklich eine gute Erfindung. Auch für ältere Autoradios sehr zu empfehlen. Ja, ich werde es noch weiter testen. Ich werde dann später nochmal ein Fazitvideo machen. Später nochmal ein Fazitvideo machen, wenn ich noch ein paar andere Sachen getestet habe. Aber ich wollte jetzt so mein erstes Feedback erstmal abgeben. Und für das erste Testen, nach jetzt 3 Wochen oder so in dem Dreh, bin ich mega zufrieden. Also von mir auf jeden Fall einen Daumen hoch. Klare Empfehlung. Wenn ihr ein neueres Autoradio habt, wo jetzt zum Beispiel Android Auto schon drauf ist oder der Google Assistant, weiß ich nicht, wie das mit den neuen Autoradios funktioniert, dann könnte man über einen Google Assistant sowas auch nutzen. Weiß ich nicht, weil bei mir der Google Assistant nicht funktioniert im Autoradio. Kann ich euch erst später sagen, wenn ich irgendwann mal ein neues habe, wie weit das funktioniert. So, ich bin dann jetzt mal weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wäre ein Träumchen. Wenn ihr noch Fragen zum Echo Auto habt, könnt ihr gerne in die Kommentare posten. Vielleicht machen wir auch nochmal so einen Livestream auf Twitch. Guckt da mal rein. Link in der Videobeschreibung bei twitch.tv. Odin-Ase findet da mich eigentlich jeden Abend im Stream momentan. Also eigentlich immer ab 2015 in der Regel. Vielleicht machen wir da nochmal so einen Sonderstream um A-Punkt und Echo und Fire TV und so, wo ihr mir Fragen stellen könnt, wo ich euch noch ein paar Tipps geben kann oder was weiß ich. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal, haut da rein. Ahoi. Jetzt quatscht es schon wieder los. Wo waren wir genau beim Schuss sagen? Ich wünsche euch was. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Seid euer Odin.